Vor allem die rhythmische Phrasierung des Ganzen. Alles ist wie immer üblich in Triolen gespielt, also Achteltriolen, bis auf den Einstieg. Der Einstieg selber sind Sechzehnteltriolen. Ja, anschließend eben alles in Achteltriolen. Man kann natürlich alle Einzelteile eines solchen Licks, das ist ja ein etwas längeres Lick diesmal, auch einzeln spielen. Das heißt, man kann natürlich sehr viel aus solchen Licks herausziehen für das Solospiel im Allgemeinen. Also man hat diese Umschreibungen zum Beispiel. Zum Beispiel. Und man kann die entsprechenden Arpeggios dazu. Und so weiter. Kann man auch natürlich einzeln verwenden, aber es ist natürlich auch ganz eindrucksvoll, wenn man sowas dann zusammen im Zusammenhang sieht. So versteht man relativ gut die Spieltechnik des Gypsy Jazz in der Solotechnik. Man sieht also ganz eindrucksvoll, wie Django Reinhardt hier durch Wiederholung im Prinzip einen sehr interessanten Charakter eines relativ einfachen Licks produziert. Das heißt, er spielt eigentlich nur ein normales Moll-6-Arpeggio, aber es ist eben die Art und Weise, wie er es einsetzt. Das heißt, durch die Wiederholung eines Licks von einem anderen Punkt aus zum Beispiel, also diesen Fall nicht vom Grundton aus, sondern in dem Fall von der Sechste aus, zurück zur Sechste, entsteht ein sehr interessanter Charakter. Und aus solchen Erfahrungen kann man ja nur lernen. Das heißt, versucht also zum Beispiel bei euren eigenen Licks entsprechende Wiederholungen, kleine Schleifen, kurze Triller und ähnliche Dinge einzubauen, um euer Spiel möglichst farbenfroh und interessant zu gestalten.